Molliger, weicher Schlamm. Kann ich mal sehen, wie du mich zeichnest? Ja, ja, gleich, gleich. Weiter, Tommy. Sag mal, hast du einen Schwanz? Was hast du denn geglaubt? Der Schwanz ist das Allerschönste an mir. Ein furchtbar, schrecklich, prächtig, schön langer Schwanz. Mit meiner Schwanzspitze kann ich das Wasser zu Schaum schlagen und hohe Wellen machen. Soll ich mal? Ja? Ha? Bitte, bitte nicht. Wenn das lieber tut, schaukelt, kann ich doch nicht zeichnen. Och, nie darf ich was. Drachenleine fertig. Ich bin auch fertig. Seht euch mal die Zeichnung an. Hier sieht der Nessie, wie sie auf dem Grund des Loch Ness steht. Den Hals hat sie noch zu einer Ziehharmonika zusammengefaltet. Oh, schön hast du mich gezeichnet. Und das hier, das ist Nessie mit ausgestrecktem Hals. Der ist lang, gell? Ja, und hier messen wir jetzt erst vom Kopf bis zur Wasserlinie und dann nochmal von der Wasserlinie runter bis zu den Füßen. Und hier seht ihr Nessie nochmal in ganzer Länge auf dem Wasser ausgestreckt. Und an der ganzen Nessie fahren wir beim Messen entlang. Also los. Erstmal von der Wasseroberfläche bis unten zu den Füßen von Nessie messen. Los, lass unser Lot runter. Achtung! Aha, unten 25 Meter und 49 Zentimeter. Klick. Schon aufgeschrieben. So, jetzt komm mal runter, Nessie, und Mund auf. So, los, jetzt nach oben. Wenn ich dreimal an der Leine ziehe, dann ziehst du deinen Hals wieder ein. Aber erst mal ausstrecken, verstanden? Ja. Gut, Nessie, einen Augenblick. Moment noch. 28 Meter, 88 Zentimeter. So, und jetzt komm wieder runter. Macht zusammen 54 Meter, 37 Zentimeter. Klick. So, Nessie, jetzt Hals und Schwanz flach auf dem Wasser ausstrecken, aber ganz langsam. Ja, mach ich. Weiter geht's nicht. Na gut, dann bleib mit dem Kopf jetzt da. Wir fahren an dir entlang zurück bis zu deinem Schwanz. Und halt die Leine gut fest. Und rühr dich ja nicht eher, als bis ich dreimal an der Leine zupfe. Oh ja. Los, Robby, rückwärts. Schon gezupft. Nun komm doch schon endlich zurück, Nessie! Gell? Du bist genau 65 Meter und 13 Zentimeter lang. Ach,
65. Und wie hoch war ich noch? 54 Meter und 37 Zentimeter. 54 Meter. Und wie lang war ich noch? Herrje, Messi, du hast ja ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ja, wie ein Sieb. Ach, ich schreib's dir lieber auf. So, jetzt hast du alles schwarz auf weiß. Ach, schwarz auf weiß sogar. Ja, aber wohin mit dem Zettel? Messi lebt im Wasser. Und wenn das Papier nass wird, war die ganze Arbeit umsonst. Klick. Tja, wohin? Ich habe einen hohlen Zahn. Hohler Zahn? Genau das Richtige. Moment. Hier, stopf das Blatt in den hohlen Zahn. Das ist wieder mal eine Arbeit für deinen Teleskoparm. Maul auf, Nessie! Moment mal, ich hab da eine Idee. Ich hab noch einen alten Kaugummi. So, Robby, nimm den noch mal schnell und mach damit den Zahn dicht. Lecker! Nein, nicht runterschlucken, in den Zahn stopfen! Ach so. Ach. So, und nun kann das Wasser nicht mehr in den Zahn kommen. Alles klar. Klick. War aber auch höchste Zeit. Wir sollten jetzt weiterfliegen. Die Welle wird wohl jetzt wieder kalt sein, oder? Schon lange. Wir können wieder starten. Moment mal, mir fällt noch was ein. Was denn? Du, Nessie. Kennst du nicht zufällig eine dreieckige Burg mit dreieckigen Türmen? Doch. Ich habe einmal zwei Reporter belauscht. Die haben von einer dreieckigen Burg gesprochen, die Plumpudding-Castle heißt. Dort soll es aber nicht ganz geheuer sein. Und wo liegt diese Plumpudding-Castle? Ja, dort ungefähr. Ganz genau weiß ich es aber nicht. Aha. Na ja, nun wissen wir wenigstens schon den Namen und können ja dann weiterfragen. Schönen Dank, Nessie, und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Nessie. Alles Gute. Was machst du denn da? Schrecklich furchtbar, vielen lieben Dank fürs Messen. Ach, das waren aber mal zwei liebe, nette Zweibeine. Was mag wohl das Geheimnis von Plumpudding Castle sein? Du, Robby, ob's Gespenster sind? Falls wir welchen begegnen sollten, dann überlass sie ruhig mir. Wenn wir bloß erst die blödsinnige Burg gefunden hätten. Na, das ist eine Aufgabe, die du ruhig mir überlassen kannst. Robby, unter uns liegt ein größerer Ort. Du, Robby, lass uns doch mal landen. Warum denn? Naja, vielleicht finden wir einen Polizisten, den wir nach Plumpudding Castle fragen können. Polizisten wissen doch immer gut in der Umgebung Bescheid. Muss es unbedingt ein Polizist sein? Machen wir, wenn uns der Polizist nach dem Führerschein fragt oder nach der Autonummer. Ach du, ich hab da schon eine klasse Idee. Pass auf, wir verkleiden uns einfach. Wir haben doch noch diese Sachen vom Nordpol. Ich spiele einfach einen Millionär, der sich eine alte Burg kaufen möchte. Und du? Tja. Du bist mein Chauffeur. Naja, du brauchst überhaupt nicht zu reden.